Ja, und das Duell im Neckarstadion vor 43.000 Zuschauern. Das Aufeinandertreffen zweier Torjäger. Fritz Walter vom VfB, der mit einer Magenverstimmung ins Spiel ging, und Stefan Kunz, der für den gesperrten, etatmäßigen Libero Katletz in der Abwehr spielte. Beide Mannschaften, der VfB wieder im gewohnten weißen Dress mit nervösem Beginn. Viel Respekt voreinander prägte die Spielweise in der Anfangsphase. Fritz Walter hier im Zweikampf mit Reinhold Stumpf, seinem unerbittlichen Bewacher. Nach 15 Minuten wird es dann munter. Die erste Ecke für den VfB, Allgöwer und Sammer und Fritz Walter behindern sich gegenseitig. Der VfB erspielte sich ein Übergewicht, teilweise schöne Kombinationen. Die 43.000 konnten jetzt so allmählich zufrieden sein. Sammer. Matthias Sammer, auch heute einer der auffälligsten Spieler beim VfB. Und wieder der VfB mit Andreas Buck. Wieder Matthias Sammer. Aber wieder kann die Abwehr der Lauterer klären. Nur selten Angriffe des Tabellenführers aus der Pfalz in dieser Phase. Hier einmal einen Konter über mehrere Stationen. Aber Günther Schäfer kann klären. Schäfer, der zur Halbzeit wegen einer Augenverletzung ausgewechselt und sofort in eine Augenklinik zur Untersuchung gefahren wurde. Dann diese Szene. Der VfB bekommt den Ball nicht weg. Und dann ist es passiert, das 0:1 in der 25. Spielminute, Torschütze Guido Hoffmann. Die Abwehr des VfB machte hier alles andere als einen guten Eindruck. Und die Angst des Torhüters. Kaiserslautern jetzt mit viel Selbstbewusstsein. Hotic und Fronzek. Noch einmal in der Wiederholung. Fronzek schießt Hotic an. Aber Eike Immel im Tor des VfB, auch er ging angeschlagen ins Spiel. Freistoß Allgöwer. Auf Matthias Sammer. Ehrmann im Tor von Kaiserslautern. Der Ex-Dresdner, hier haben wir ihn im Bild. Und er war es nicht zufrieden. Dann diese Szene. Plötzlich ist der Ball im Tor. Michael Fronzek, der Torschütze. 1:1 nach 36 Minuten. Glücklich in dieser Phase der Treffer für den VfB. Die Ecke getreten durch Karl Allgöwer, dann ein verunglückter Schuss von Sammer. Und dann ist Michael Fronzek da und die Abwehr von Kaiserslautern konsterniert. 1:1. Der VfB beflügelt nach diesem Ausgleich, machte wieder mehr Druck. Wieder die Chance gewesen für Matthias Sammer. Dann der vierte Eckball von Kaiserslautern. Und auch hier plötzlich der Ball im Tor. Wir werden es in der Wiederholung sehen. Ein Eigentor von Michael Fronzek. Unglücklich Michael Fronzek, der das 1:1 geschossen hatte und jetzt mit diesem Treffer wieder die Führung für Kaiserslautern besorgt. Noch einmal in der Wiederholung. Jetzt trifft er den Ball mit dem Kopf. Keine Chance für Eike Immel. Dann war Halbzeit. Und Trainerstimme. Was haben Sie Ihrer Mannschaft jetzt noch mitgegeben auf dem Weg? Ja, im Prinzip, dass wir uns unter Wert verkaufen, dass wir in der zweiten Halbzeit mit einer ganz anderen Einstellung in das Spiel reingehen müssen, Druck aufbauen, viel, viel mehr riskieren, viel früher attackieren, um wenigstens hinterher zu sagen, okay, wir haben alles probiert, es hat nicht sollen sein, aber nicht so, dass man hinterher vom Platz geht und sagt, wir haben nicht alles versucht. Und der VfB probierte alles. Einwurf Sammer. Und nach 49 Minuten der Ausgleich. Jürgen Hartmann und die beiden Trainer, missmutig Kalli Feldkamp, 2:2 durch Jürgen Hartmann. Noch einmal die Wiederholung. Auch hier Fehler in der Lauterer Abwehr.
und Hartmann versetzt Ehrmann. Dann fast Spiel auf ein Tor. Der VfB mit viel, viel Druck. Matthias Sammer wird hier von Scher gefault. Keine Frage, klares Foul und die gelbe Karte für Uwe Scher. Er ließ sich schon Zeit. Gerald Ehrmann. Und wieder der VfB mit Fronzek. Matthias Sammer. Wieder ein Foul an ihm. Diesmal im Strafraum. Der Schiedsrichter lässt aber weiterspielen. Die Wiederholung, gut und gerne, hätte man zumindest indirekten Freistoß wegen Sperrens geben können. Wieder Eckball. Verwirrung in der Lauterer Abwehr, aber geklärt zur Ecke. Und er zeigt, wo es lang geht, Kalli Feldkamp. Nur noch eine Mannschaft im Vorwärtsgang, die in Weiß, der VfB. Und er lief sich schon warm, Manfred Kastel. Und der VfB mit Fritz Walter an die Latte. Das wäre sie gewesen, die Möglichkeit zur 3:2-Führung. Noch einmal in der Zeitlupe, schön genommen, Fritz Walter. Keine Chance für Gerald Ehrmann im Tor von Kaiserslautern. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld, die meist vom VfB gewonnen wurde. Sammer. Karl Allgöwer. Und wieder ist Fritz Walter nicht da. Immer noch 2:2. Kaiserslautern mit wenig Möglichkeiten in dieser zweiten Hälfte. Hier eine davon. Aber der eingewechselte Alexander Stremel kann klären. Dann kam die Sonne heraus und der VfB weiter im Vorwärtsgang. Wieder Andreas Buck, der Ex-Geislinger, schneller, junger Mann. Fritz Walter und Karl Allgöwer. Und Sammer überläuft Stefan Kunz. Und ein Lattenknaller durch einen Kaiserslauterner Spieler. Christoph Daum kann es nicht fassen. Immer wieder der VfB. In der letzten Spielminute Karl Allgöwer. Aber auch diese Chance vorbei. Gerald Ehrmann hat sich hier noch wehgetan. Trainerstimmen am Ende. Ja, da haben wir immer einen Rückstand nachgelaufen. Gut gespielt und trotzdem nur einen Punkt. Man hätte gewinnen können, man hätte gewinnen müssen. Aber ich kann das langsam schon nicht mehr hören, dass wir gut gespielt haben, dass wir die bessere Mannschaft waren und letztendlich immer wieder nachher nicht die entsprechenden Punkte haben. Okay, ich kann natürlich sagen, wir haben einige jüngere Spieler drin, die auch diesen Druck erstmal aushalten müssen. Aber letztendlich hilft uns das nicht weiter, dass wir einen Schönheitspreis bekommen. Wir brauchen Punkte. Herr Feldkamp, Sie haben zweimal geführt und nehmen Punkte mit nach Hause. Zufrieden? Ja, ich muss wirklich sagen, dass wir zufrieden sind. Wir haben sehr viel Glück gehabt in der entscheidenden Phase, jetzt vielleicht um Viertelstunde vor Schluss. Aber in der Halbzeit zwei Spieler nochmal auswechseln müssen aufgrund von Verletzungen und einmal Magenverstimmung und einmal als der Stumpf dort mit dem gestreckten Fuß gefault wurde. Und dann noch zwei Spieler nicht dabei vom letzten Wochenende. Ich finde, da müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Hier wäre mehr drin gewesen, wenn wir vielleicht mal einmal mit der richtigen Aufstellung spielen könnten.